Servus, ich reite die Sava 330 Wafer mit 2x300 PS V8, die man sehen kann da. V8. Das hat insgesamt 600 PS. Und der ganze Spaß kostet 214.000 Euro, so wie es da steht. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns mal an. Let's go. Jetzt sind wir auf der hinteren Sitzbank angekommen, da sieht man eh die einzelnen Dinge. Jetzt hat auch gehockt, da ist ein riesiges Nest, das ist also wirklich wie bei einem Haus ist der. Da kann man Höhen verstellen, wie man da oben sehen kann. Und was wir auch einmal machen, dann nachziehen. Also wie man da sehen kann, das sind Angelrutenhalter. Da kann man Angeln reinhängen, muss man halt klar machen, die Angeln. Also wie man da sehen kann, hat man ein Bett da. Da kann man ein Waschbecken aufklappen. Und da kommt noch mal Wasser rein, ist das nichts eigentlich. Warte, ich war unten am Wagenschild. Ja. Papa, kann man mit? Ich bin jetzt mitkommen. Dann haben wir da noch richtig viele Verstaumöglichkeiten. Was ist das? Ah, zum Versteck rein gehen. Also wirklich ganz praktisch. Dann kannst du die Küche hier rein. Also da haben wir einen riesen Bieter, den man sehen kann. Ja. Richtig massive Metallstangen da. Also wenn man da wackelt, dann wackelt man fast nichts. Also, ja. Also da sind wir das Getränkehalter, wie man sehen kann. Klar und groß, alles. Dann haben wir da einen Fährschrank. Dann, wie man sehen kann, haben wir da einen Fahrplatz. Da kann man als Stehsessel verwenden oder zum Hocken. Dann kann man sich ganz chillig hinhocken, da hat der Greg ja auch locker Platz. Da sind jetzt zwei Gashebel, wie man sehen kann. Da ist das Bugstrahlruder. Das ist der riesen Echolot, Garmin. Da hat Drehzahlanzeige. Dann haben wir da nochmal für beide Motorendrehzahlanzeige, wie hoch die Motoren getrimmt sind. Das sind jetzt ganz unten beide, wie man sehen kann. Also hinter der Bank, hinter der Hinterbank, ist noch ein riesen Stauraum. Also das ist wirklich brutal, kann man alles einfach shoppen. Dann können wir aufsehen. Also wir sind vorne in der Kajüte angekommen, wie man sehen kann. Da haben wir eine riesengroße Liegefläche. Also drei Leute nebeneinander ganz locker und ich habe drei Meter breit. Also vorne haben wir nochmal ein riesen Wettbar. Dann nochmal ein Waschbecken, alles drum und dran. Verstellbarer Hahn. Dann haben wir da nochmal einen Kühlschrank. Alles blau beleuchtet, also voll geil. Dann haben wir da nochmal einen Getränkehalter. Dann machen wir nochmal den Stauraum auf. Kann man glasen und so einstellen, einfach alles drum und dran. Da unten haben wir nochmal Stauraum. Dann gehen wir weiter in die Unterflurkabine. Da haben zwei Leute Platz, wie ich sehen kann. Da kann noch einer einfach liegen und da bin jetzt ich. Und von der Höhe her geht's, kann schon noch ein bisschen härter sein, aber man fühlt sich da jetzt nicht so eingängig, also perfekt. Also da sind wir jetzt im Klo angekommen. Da haben wir Waschbecken. Dann da unten die ganze Waschbeckentechnik und Stauraum. Dann gehen wir weiter da zum Klo. Haben wir vorne eine riesen Liegefläche. Das ist echt ultra riesig. Dann haben wir eine Musikbox, ein Getränkehalter, alles drum und dran. Und ja, so schaut es halt vorne aus.